Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Nachdem ich ja gestern mich ein bisschen darüber ausgelassen habe, dass die Level 200er Bosse extrem, extrem schwer sind, habe ich heute im Stream alles daran gesetzt, diese 200er Bosse zu besiegen und habe das auch geschafft. Also sowohl solo als auch im Team, mit der Community, mit Mike vor allen Dingen zusammen. Wir haben vieles duo-mäßig gemacht. Lord Seer war schon gemacht. Ice Beast gemacht und auch Duriel gemacht und auch Andariel versucht, aber den haben wir nicht geschafft. Und ihr habt den Titel schon gesehen. Ich erkläre euch ein bisschen, worauf es zu achten gibt bei den ganzen Bossen, weil da gibt es ein paar Dinge, die ihr auch schon im Vorhinein, auch ohne dass ihr krass skillmäßig am Start sein müsst, machen könnt und euch vorbereiten könnt. Ich würde das Ganze anhand eines Beispiels von Duriel machen, weil Duriel, glaube ich, die meisten von euch kennen, auch schon aus den letzten Seasons. Und ich würde jetzt hier oben links einfach mal meinen Kampf einblenden und euch ein bisschen was dazu erklären. Das erste, was ihr machen könnt und machen solltet, ist eure Widerstände, vor allen Dingen den Widerstand auf Gift abzuchecken und dort auf jeden Fall einen Gift-Widerstandstrank zu nehmen, der Stufe 2, der euch 6% zum Maximum gibt, damit ihr von dem Gift weniger Angst haben müsst. Außerdem gibt es noch ein Räucherwerk, das euch auch nochmal 2% obendrauf gibt für Gift. Das solltet ihr auf jeden Fall auch zünden. 2% klingt zwar wenig, kann aber euch am Ende diesen 1%-Punkt geben, der gefehlt hat, damit ihr am Leben bleibt. Grundsätzlich kann man sagen, dass eigentlich jeder Boss so ein bis zwei Attacken hat, denen man auf jeden Fall ausweichen sollte. Bei Lord Seer zum Beispiel war das diese Wing Attack, wo er so einen Strahl nach vorne macht. Bei Andariel war es vor allen Dingen das Feuer drumherum. Das war nochmal ein ganz eigenes Thema. Ich glaube, für Andariel muss ich nochmal ein ganz eigenes Video machen, weil der wirklich arschschwer war. Und bei Duriel sind es vor allem diese Kugeln, die er spuckt, die einen One-Hitten können. Außerdem ist ganz wichtig, dass ihr eure Rüstung auf das Maximum bringt. Das Maximum der Rüstung ist seit Season 4 9200 irgendwas, 9300 ungefähr. Solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass eure Rüstung da sehr hoch ist, auf 9300 mindestens. Und ihr solltet schauen, dass ihr einige Schadensreduktions Affixe habt. Ich habe hier zum Beispiel Schadensreduktion aus allen Quellen. Hier beim Tornado-Build ist das relativ easy, weil ich einmal hier Schadensreduktion auf den Füßen habe und Schadensreduktion auf Tyraels Macht, zusätzlich noch den Aspekt mit Schadensreduktion, während ich in der Werwolf-Form bin und noch ein paar andere Quellen. Schaut da auf jeden Fall, was ihr da mitnehmen könnt und was da vielleicht Sinn macht in eurem Build, um dort den Schaden, soweit es geht, zu reduzieren. Ihr werdet da niemals auf 100% kommen, aber dass ihr so einen guten Wert von 20 bis 30% habt, das ist schon mal sehr gut. Und dann als letztes, und das ist, glaube ich, das Simpelste, was ihr überhaupt machen könnt, ist einfach stumpfes Leben. Schaut, dass eure Rubine auf dem höchsten Level sind, deswegen checkt immer mal wieder den Juwelenhändler ab, ob ihr vielleicht einen höheren Rubin bauen könnt. Dafür geht ihr einfach mal hier hin und guckt, ob ihr vielleicht einen königlichen Rubin bauen könnt. Da braucht man ja 10.000 Fragmente für. Und schaut, dass ihr hier immer das Maximum habt. Schaut, dass ihr vielleicht auch auf den ein oder anderen Item maximales Leben habt. Und am besten auch noch geboostet und am besten auch noch vollendet, das Leben hochzuhauen. Das hat mir extrem geholfen, bevor ich angefangen habe mit den 200ern. Und gestern, als ich das Video aufgenommen hatte, war ich auf 22.000. Jetzt bin ich auf 36.000. Und glaubt mir, das boostet extrem. Ich habe hier allein auf der Waffe 3.600. Das hilft euch enorm, um Sachen zu überleben. Auch im Pit bin ich damit sehr viel weitergekommen. So dumm es klingt, das Leben hilft euch da einfach enorm. Und dann heißt es im Kampf einfach geduldig sein. Die werdet ihr niemals one-shotten können, diese Bosse. Das heißt, ihr müsst da wirklich sehr gut aufpassen und auch mal ein bisschen ausweichen. Das ist so ein bisschen ungewöhnlich, glaube ich, für Diablo-Spieler und vor allen Dingen auch so Spieler wie mich, bei einem Boss oder bei Kämpfen auszuweichen. Aber gerade bei den 200er-Bossen müsst ihr ausweichen, so wie es auch bei Uberlilith der Fall war. Es gibt einige Attacken, denen ihr einfach ausweichen müsst. Und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, grämt euch nicht, wenn es beim ersten Mal nicht klappt. Ich habe fast keinen 200er-Boss beim ersten Mal geschafft. Ich hatte jedes Mal Learning und musste erstmal schauen, diese Attacke halte ich aus, diese Attacke nicht. Da sollte ich besser ausweichen, da sollte ich mich so verhalten. Und so müsst ihr euch an die Boss ein wenig rantasten. Das war bei Varshan so, wo man einigen Attacken ausweichen musste. Das war bei Lord Seer so. Das war bei Duriel so.
Und auch beim Ice Beast so, wo es auch zwei Attacken gab, denen man immer ausweichen musste. Da könnt ihr so viel Death haben, wie ihr wollt. Die sind einfach immer böse, böse stark. Und wenn ihr das einmal drin habt, dann könnt ihr diese Bosse auf jeden Fall auch legen. Weil heute auch des Öfteren die Frage kam, wo man diese stygischen Steine herbekommt, erzähle ich es heute nochmal. Ich habe es vergessen im Video schon mal erwähnt, aber heute nochmal. Die droppen in der Grube. Vorzugsweise ab Level 61, aber ich habe auch heute gehört, dass einige unter Level 61 diesen Stein bekommen haben. Aber das muss ultra, ultra selten sein. Also ab Stufe 61 ist die Chance ein wenig höher. Ich habe heute insgesamt zwei Stück nur gefunden und ich habe fast den ganzen Tag die Grube gemacht. Also die Dropchance ist da sehr gering, auch wenn ihr höhere Grubenlevel spielt. Der Weltboss hat eine relativ gute Chance, so einen Stein fallen zu lassen. Und aus der Season Questline ganz am Ende gibt es auch fünf Stück von diesen Steinen. Und ja, so bekommt ihr diese, die ihr zwingend braucht, um die Level 200er Bosse, die gequälten Bosse herausfordern zu können. Wenn ihr Hilfe bei den Endbossen kommt, dann schaut doch gerne mal auf Twitch vorbei. Ich bin jetzt gerade live und werde sehr wahrscheinlich in der Grube sein oder bei den Endbossen. Wenn ihr da Steine am Start habt und Hilfe braucht, dann checkt auf jeden Fall den Discord ab, kommt in den Stream. Die Community hilft euch da sicherlich sehr gerne. Ich hoffe, dass ich mit den eingeblendeten Bildern etwas helfen konnte und würde sagen, ich freue mich auf euch auch im Stream. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst ein Follow da. Ich würde mich sehr über ein Like freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.